So Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Darksiders 3. Wir nähern uns schon ganz schön mehr oder weniger dem Ende, oder nicht? Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß das nicht mehr. Wir haben hier auch wieder Müll, den wir verkaufen können. Jetzt darf ich nur nicht wieder durcheinander kommen mit der Switch-Steuerung. Ich möchte bitte verkaufen. Und zwar einmal das hier, kann alles weg. Wir cheaten hier nicht, also alles weg. Alles weg. Wie viel haben wir? 500 oder so? Aber das brauchen wir alles noch. 6, 4. Wir hatten im letzten Part schon geguckt, ob wir noch was ausgeben können, ne? Ja. Aber da oben sind noch 3 oder so Gebiete. Also da kommt noch einiges, glaube ich. Ich glaube, da kommt noch was. So, wir haben aber im Schluchtausguck. Haben wir aufgehört, wo wir den einen Auserwählten platt gemacht haben, ne? Ja, kommt gut hin. Aber hier müssen wir natürlich noch hier rüber und da die ganzen Sachen holen und da unten das. Genau, und komme ich jetzt hier irgendwie? Ja, ich komme mal rein, theoretisch auch einfach so rüber. Guck mal, ob ich hier mit. Jo. Easy. Also könntest du die Deckung jetzt aufmachen, oder? Uiuiui. Da hat er sich aber gedacht, auf 200 Kilometer treffe ich nochmal. So, Freund. Tschüss. Haha. So, haben wir es auch geklärt. Jetzt brauchen wir hier erstmal den mittelgroßen Lurcher. Oh, da ist sein Leben noch angekommen. Achso, wir hätten hier auch einfach hochgehen können. Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen geflogen. Ist ja auch nicht schlimm. Alter! Jo, alles klar. Alles klar, Junge. Beruhig dich. Alter, meine Reaction ist mal wieder großartig. Zum Glück spielen wir uns jetzt hier erstmal warm. Oh, Moment mal. Aha. Aha. Ja, damit. Okay, da kann man noch irgendwie runter. Ich denke, wir müssen das einfach anhalten, oder? Mit der Stasefähigkeit. Können wir das Ganze doch anhalten. Oder können wir hier einfach so runter, ohne zu sterben? Ah, ich würde es halt nicht ausprobieren, ne? Komme ich so tief überhaupt runter? Hallo? So. Achso, das ist auch der Aufweg. Wo sind wir? Und was machen wir hier? Oh, Diamant spart Brocken. Ist das nicht das größte Ding? Hallo? Ja, ja. Hör auf zu heulen, komm mit. Fass es an. Die Menschen kennen uns inzwischen so gut, die fassen das schon an, ohne nachzufragen. Die denken sich auch so, ja gut, puh. Was habe ich für Alternativen, ne? Womit sie ja halt recht haben. Die Seite brauchen wir nicht mehr hoch. Ja, und dann haben wir hier auch schon soweit alles, oder nicht? Ups. Dann müssen wir da hinten durch. Dann müssen wir jetzt da hinten durch. Hier sieht es auf jeden Fall da hoch vielleicht noch. Irgendwie. So. Ach ja, hier waren wir ja schon. Ach genau, wir haben die Tür unten aufgemacht, ne? Ja, klar. Ja, klar. Okay. Ja. I got it.
I got it. Aber da wir das Spiel neu gestartet haben, müssten hier auch wieder die Monster sein. Oh, das ist wieder dieser scheiß Typi, der seine Kumpels ruft die ganze Zeit. Den ich hasse. Kann ich einfach an dem vorbeifliegen? Anscheinend nicht. Ich kann mich auch nicht festhalten. Alles klar, danke dafür. Ja, dann machen wir erstmal dich weg. Ich hänge irgendwie fest, aber... Okay, alles klar. Einmal heilen, danke, danke, danke. Du gehst mal bitte weg. Okay. Ja, komm, nerv mich nicht. Jo, danke, 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 danke dafür. Ach so, ich habe die falsche Fähigkeit ausge... Kann ich einmal ganz kurz weg? Ich möchte einmal ganz kurz... Alter, Junge, hau doch mal ab! Geh weg! Jetzt aber. So, verbrenn... Du Drecksack. Oh, hat er es echt noch durchbekommen? Aber nur einen, ne? Okay. Ja, da ist der zweite, ist in Ordnung. Oh, wow, bei kleinen Monstern macht das noch viel. Ich dachte gerade, der wäre hinter mir was runtergekommen. Okay, aber da oben ist auch noch was. Das sehe ich gerade. Das muss irgendwie. Hallo, hallo, hallo. Ja, warum falle ich so seltsam? Okay, okay. Ich kann nur einmal auf eine... Ah, kann ich euch anhalten? Ach so, warte. Ich kann einfach das Band anhalten. Ja, komm, komm, komm. Das ist die richtige Richtung? Ach so. Dü-dü-dü-dü-düm klang jetzt nach der richtigen Richtung. Ja, das sieht doch nach der richtigen Richtung aus. Muss ich erst da hinten nochmal gucken, was da ist, oder? Glaube ich mir das einfach. Ah. Wir gehen nochmal ganz kurz da gucken. Ja, hör auf. Ja, ich will hier hin. Fast gut oder auch nicht? Achso, das oben bleibt auch stehen. Okay. Gucken wir einfach mal. Eins. Ja, das reicht mir. Hör auf. Nein! Oh, aber ich glaube, da ist auch nichts. Das wäre ein bisschen krass. Aber warte mal, wenn ich warte, bis der zweite runterkommt. Eins. Hör doch auf zu zielen. Ja. Ah! Ja, durchglitschen. Ja, perfekt. Nee, es geht nicht. Okay. Nochmal durchglitschen. Nicht mehr durchglitschen. Ja, okay. Nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts in der Wand oder so. Wäre auch ein bisschen heftig, wenn es auf dieser Seite wäre, ne? Nur mal so.
Da oben haben wir alles. Okay, dann gehen wir halt weiter. Genug Zeit geschunden. Wie viele Minuten habe ich rausgeholt? Ah, 3 Minuten. Für diesen Blödsinn. Ich will mal einen Schluck trinken. Ein Stück trinken, welche? Mein gutes Energiegesöff hier. Oh, hallo? Wo sind wir jetzt? Oh, das sieht mir sehr wieder nach einer Abkürzung aus. Totenkopf zeigt in die Richtung, das heißt in der Richtung ist... Was? Ach, okay, hier sind wir. Okay, und da unten war, glaube ich, Vulgrim, richtig? Ich denke. Aber wir müssen in die Richtung. Ich habe dich gesehen und mich trotzdem erschrocken. Ein bisschen zu lange gewartet. Alter. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Alter, wie dämlich bin ich denn? Wow. Ich habe einfach vergessen, mich zu heilen. Ich war irgendwie der Meinung, ich hätte mich... Oh, nee. Vulgrim, please. Bring mich woanders hin. Nee. Die Staubhallen? Ja, genau. Oder? Ich glaube hier, ne? Ist das nicht viel kürzer? War da nicht irgendwo Vulgrim? Oh, ja, hier ist Vulgrim. Das habe ich schon. Das weiß ich. Ne, das ist nicht kürzer. Ach, ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ja, ist ja in Ordnung. Wir gehen wieder nach hier und gehen den ganz normalen Weg und gut ist. Ich bin mir leider auch zu unsicher. Leider bin ich mir da zu unsicher. So, ja. Lass mich in Ruhe. Ja, in Ruhe lassen sollst du mich. Dankeschön dafür. Zum Glück respawnen Auserwählte nicht. Ne? Nur mal so nebenbei. Das wäre natürlich jetzt auch noch richtig. Schätze ich einfach nur... Och, jetzt lebt der Fette wieder. Mann. Da war ich so froh, dass ich ihn so gut besiegt habe. Aber ich guck mal, ob ich so an ihm vorbeikomme. Er ruft deinen Scheiß, ist mir egal. Auf zu zielen. Was? What? Ich dachte, ich könnte noch so einen halben Zentimeter einfach da oben drauf mitfahren, damit ich auf jeden Fall oben drauf komme. Aber auf einmal habe ich einfach den Speedbuff des Jahrzehnts bekommen. Was war das denn? Ich bin einfach komplett weggeglitscht. Ja, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Wieso nicht? Ja. Die Frage ist jetzt, wo ist mein Seelenzeug? Hängt das jetzt irgendwo davor, da drinnen, da drunter? Man weiß es nicht. Man munkelt. Ja, ich komme auf jeden Fall wieder so an ihm vorbei. Das ist jetzt nicht das Problem. Diesmal weiß ich aber, dass ich nicht oben drauf stehen bleiben darf, sondern halt abzischen muss. So, hör auf zu zielen. Hör auf zu... Ah, diesmal hat es funktioniert. Ich weiß nicht, warum ich eben so weggeglitscht bin. Also jetzt mal ohne Spaß. Ergibt halt mal zero Sinn. Und alleine, dass ich an diesem kleinen Vieh gestorben bin, ergab noch weniger Sinn, weil das hat jetzt einfach mega viel Zeit gekostet. Und einfach nur, weil ich ein Troll bin und vergessen habe zu speichern, mich zu heilen. Lol. That's kind of bad. Aber das hier ist so eine Abkürzung.
Und da unten ist doch ein Wulgrim, Alter, oder nicht? Ich gehe jetzt kurz gucken. Hier war doch ein Wulgrim. Oder war hier kein Wulgrim? Doch, da unten. Ich bin ein Fool, Alter. Ich bin ein Fool sondergleichen. Aber jetzt weiß ich es ja wenigstens. Es ist der an der Bohrspitze. Ach, hier ist meine Seele. Ja. Kannst du jetzt bitte sterben? Dankeschön. Dreckiger. Du Dreckiger. Was ist da Schönes? Oh ne, so ein Engel. Ja, okay. Aua! Aua! Hör auf! Aua! Jetzt hör endlich auf! Ich wollte ihn ranziehen. Warum bin ich denn so lahm? Jetzt hat's funktioniert. Heieiei. Mein, Alter, der Wirbelsturm geht hier wieder übelst ab, weil mein Player rasiert gerade. Also der macht die ganze Zeit. Ist hier noch irgendwas? Nee. Da auf der Seite auch nicht. Also, der Wirbelsturm wirbelt gerade ganz schön. Das meine ich damit natürlich, ne? Hallo? Also mein kompletter Player vibriert jetzt einfach die ganze Zeit. Weil hier einfach... Achso. Ich hatte Glück. Ah! Hallo! Sie hier? Dankeschön. Kleines Lurchergefäß. Ach genau, und mit dem Schweren kann ich ja nicht vom Donner... Also was da drin ist, das sollte dich eigentlich gar nicht interessieren. Aber das interessiert... Ja, jetzt erzählst du mir mal, wie ich daran vorbeikommen soll. Oder wo ich hin soll. Muss ich da hinten auf die andere Seite? Oder was? Also da ist auf jeden Fall nichts... Wo ich... Hä, ist es doch direkt da? Da vielleicht? Renn! Okay. Hui. Aber wahrscheinlich hat es diesmal einfach nur eine Rota gefahren, oder? Weil es hat, glaube ich, nicht angefangen, mich zu wieder, Oh, jetzt können wir uns so Fragmente schon kaufen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Wie viel haben wir eigentlich schon wieder auf der hohen Kante? ...20.000, 30.000 und dann nochmal die 100.000. Ja, okay. Hallo? Okay, hier fährt er wieder über uns drüber. Okay, da... Ah, okay. Ja. Spiel verstanden. Jetzt ist die Frage... Wie bekomme ich dich? Hauen wir dich da einfach mal in die Richtung. Okay, jetzt wirst du angesogen. So, und jetzt... Lass los! Nee! Warte!
Ja, genau, lasst. Ja. Nee! Lass den hier fallen! Please, dude! Hä? Okay. Okay, muss ich den irgendwie stasemäßig? Ich brauche ja die fette Fähigkeit, damit ich angesogen werde. Ich bin ein Fool mal wieder. Voll vergessen. Voll vergessen. Ich dachte, ich könnte gerade die Stasefähigkeit einfach anziehen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Das ist natürlich nicht der Fall. Nicht. Kein Stück. Aber er trägt ihn mir nach hier. Also das Ding fährt jetzt die ganze Zeit über mir, richtig? Au. Hallo? Wenn ich jetzt nach hier gehe, müsste er es ja wieder fallen lassen, richtig? Er lässt es wieder fallen. Kann ich dich... Ne, passiert gar nichts mit. Okay. Das bringt also nichts. Ist hier sonst irgendwas? Nö. Ich kann die schlagen. Da, treffen. So, du kommst weit genug. Kann ich denn vielleicht den Schalter stasen? Nee. Oder muss ich einfach rennen? So per Glück? Also an sich glaube ich, das geht. Oder kann ich... Ja, wenn der Wirbelschirm über mir ist, kann ich auf jeden Fall nicht die Stasefähigkeit benutzen. Dann macht er mich halt weg. Stück nach hier. Hallo, hallo, hallo. Stück nach links noch. Ja, Stück, hallo. Danke für nichts. So. Okay, ich glaube, man muss einfach durchlaufen. Aber wann ist denn... Also ich achte jetzt einfach mal auf den Player, ob irgendwann der Wirbelsturm nachlässt. Immer ungefähr gleich. Der steht irgendwo hier direkt über mir. Kann ich ihn irgendwie nach hier hinten von hier aus dann losrennen? Ach komm schon! Das muss doch so gehen, oder? Wird ja nur ein Zeitspiel sein. Was soll es sonst sein? Es kann doch nur ein Zeitspiel sein. Ich probiere es einfach noch ein paar Mal. Irgendwann wird es schon funktionieren. Nee, du sollst... Kannst, danke. Aber kann ich von hier aus irgendwie... Ich kann nur ihn anwählen. Geh wieder weg. Nee, nee, geh wieder weg. Weg, 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 weg. Nicht hier hinkommen. Kann ich? Warte mal. Ne, das Tor kann ich auch nicht anwählen. Also ich kann ihn halt anwählen, aber sonst gar nichts. Ja, die Frage ist... Wenn ich hier warte... Ich krieg ja nicht mehr Laufspeed mit irgendwas, oder? Jetzt einfach loslaufe.
Da komme ich fast genauso weit. Also irgendwie muss ich einen Stein dazu bekommen, dass er länger liegen bleibt. Warte mal, kann ich mich auf ihn draufstellen, damit er unten bleibt? Geht das? Also ich kann mich draufstellen. Frage ist... Doch, das geht. Ich bin einfach nur schlecht. Ich glaube, ich muss mich draufstellen. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Nur eine Millisekunde, aber... Ja. So. Aber dich distracten kann ich dich nicht irgendwie irgendwo mit, oder? Also er ist jetzt halt direkt über mir, ne? Ja. Aber wenn ich jetzt loslaufe... Renn, 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 renn! Hä? Ach so, nee. Oder? Kann ich es irgendwie machen, dass er den hier loslässt? Ne, er wird ihn da nicht loslassen, weil er ihn immer wieder mit nach drüben zieht. Kann ich von hier aus... Ah, okay, 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 ich hab's... Ah, okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Bring ihn nochmal her. Ich glaube, hier bin ich... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier bin ich noch safe. Aber ich muss ihn halt... Ich muss ihn zu mir hinziehen, damit der Stasefähigkeit festhalten, sodass der Wirbelstab abhaut und dann einfach rüberschlagen. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das kann funktionieren. Kann ich jetzt hiermit ein bisschen anschieben? Er schiebt ihn natürlich ein bisschen in die Walachei. Komm nochmal her. Ja, genau, komm nochmal her. Ja, bring nochmal her. Bring nochmal her. Passt das? Passt das? Passt das? Komm, 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 lass runter. Nee, echt jetzt? Ah, fehlt ein Stück. Wow, jetzt war er richtig schnell. Jetzt war er richtig schnell. Ja gut, wir probieren es nochmal im nächsten Part, würde ich sagen, weil wir haben jetzt schon wieder die 30 Minuten voll. Hau da rein, danke fürs Zusehen und wir haben ja jetzt rausbekommen, wie es ungefähr geht. Also von daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Hau da rein und hoch, hoch, abonnieren und liken nicht vergessen. Und kommentieren natürlich nicht. Ihr müsst ja auch meine, wie schlecht ich bin, auch ab und zu mal drunter schreiben.